Cheesecake sagen. Ich höre was zum Cheesecake sagen. Genauso, also genauso eine Sache. Freddy, ich hatte das Thema mit meinem Vater. Nick ist ein ganz normales Wort. Ist mir scheiße, glaube ich, was ist ein ganz normales Wort? Nick, das ist kein normales Wort. Ernst, oh. Natürlich. Nur weil. Digga, mein Gott. Küsse hießen früher Nick. Ja, und für meine Mutter bleibt es immer noch Küsse, weil es einfach Kindheit für sie ist. Sie darf doch jetzt auch nicht schauen. So. Das ist ja sehr interessant. Da sieht man's wieder. Das sind diese Bratzen, die ihr großzieht, die sich dann hinsetzen mit ihren Hackfressen ins Internet und dann später rumheulen, wenn's viral geht und jemand körperlich angreift, dann heult ihr rum. Das sind nur Kinder. Ich sag euch jetzt mal was. Ich bin 32 Jahre alt. Und an dem Tag, an dem ich sowas face-to-face mitkrieg, ich lande dir eine Schelle, wie deine Mutter sie hätte dir geben müssen, wie deine Mutter hätte kriegen müssen. Und wenn deine Mutter kommt und redet Scheiße, kriegt sie direkt die nächste Schelle. Weil was stimmt eigentlich mit euch nicht? Was seid ihr eigentlich für abartige, widerliche Menschen? Du und deine ganze Blutlinie, ihr könnt alle gerade das Klo runtergespült. Das bleibt für meine Mutter auch so, als ist Kindheit. Und das Smartphone, auf dem deine Mutter dich anruft, ist für sie auch Kindheit? Oder wie darf ich das verstehen? Wann rafft ihr eigentlich, dass dieses Wort oder dieser Satz, es war schon immer so, keinerlei Kraft hat, dass es Bullshit ist? Warum habt ihr ein Smartphone? Früher hatten wir doch auch, ging doch diese Telefone, ne, die man noch irgendwo hinstellt. Warum habt ihr keine Kassettenrekorder mehr? Was macht ihr mit euren AirPods? War doch auch noch nicht schon immer so. In allem geht ihr mit der Zeit, in allem. Aber wenn es um die Sprache geht, um dafür sensibel zu sein, was andere Menschen verletzt, weil es rassistische Begriffe sind, da kommt ihr mit so einer Dreckscheiße an und zieht diese Bratzen groß, die dann hergehen und unsere Kinder auf der Straße diskriminieren. Und ich habe das heute in dem Video schon mal gesagt und ich sage es auch gerne nochmal. Ihr zieht solche Kinder groß und solche Bratzen setzen sich an ins Internet und reden so eine Scheiße und wir ziehen Kinder groß, die euren Kindern die Zähne ausschlagen. Ganz genau. Und das sage ich mit Stolz. Mit Stolz. Und wenn meine Kinder zuschlagen und ihr meint dann, ihr setzt euch hin und wollt irgendwie da in der Schule irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Zusammenkünfte machen, macht einen auf, ach, wir müssen es pädagogisch klären, ich lang über den Tisch und dann kriegst du direkt auch eine. Weil es, bei euch bringt es nichts mehr. Reden bringt bei euch gar nichts mehr. Erstens mal vergleichst du wirklich Cheesecake mit dem N-Wort? Echt jetzt? Und für alle, die es interessiert, das ist die gute Dame hier, die meint ja, das N-Wort ist ein ganz normales Wort, wie alle anderen auch. Internet, do your fucking thing. At this point, sie hat ja gesagt, es ist ihr scheißegal, also kann man ja auch gut dann so damit umgehen. Was ihr macht, ist übrigens im Sinne der Volksverhetzung strafbar. Und glaubt mir, ihr kommt an die falsche Person und dann wird es euch nicht scheißegal sein. Versprochen.